Servus, grüß dich meine Freunde hier im nächsten Unboxing Video und zwar heute nach langer Zeit das nächste Yu-Gi-Oh! Unboxing und zwar für unser Yu-Gi-Oh! Und zwar unser Obelisk, der Peiniger, das Egyptian God Deck und zwar in der Sauflage, nachdem wir den Slifer schon gedroppt haben, würde ich sagen, starten wir direkt rein! Jawohl, und hier sind wir wieder und zwar mit Obelisk, dem Peiniger. Das Variantendeck, beziehungsweise das, ich sage jetzt einfach mal Teil 2, beziehungsweise der Kumpel zum Slifer der Himmelsdrache Deck. Hier ist einfach mal die Rückseite und eine Deckliste, falls es irgendwie braucht. Und an der Stelle würde ich sagen, fackeln wir nicht lang und machen es direkt auf. Denn wir wollen natürlich schauen. Wir schauen und schauen. Dann nochmal hier unsere geile Spieleanleitung. So, nachdem die Schachtel eh nicht zu retten ist. Hier haben wir unser Deck mit Obelisk. Und hier natürlich wieder unsere coole Spielmatte. Und hier auch wieder die Rückseite. Wie beim Slifer Deck eigentlich. Und ja, da haben wir einfach wieder die, finde ich wie gesagt ganz geil, die Combos beziehungsweise ein bisschen die Strategie des Decks. Und wir haben einfach die Möglichkeit hier Slifer und Obelisk zusammenzubauen und das Deck nochmal ein bisschen aufzuwerten. Und das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee. Und natürlich ein bisschen Werbung für die anderen Hauptsets, Tinboxen und so weiter. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal ordentlich unseren Obelisk an. Wie geil der eigentlich ausschaut. Weil der ist nämlich ultra rare. Jawohl. Und jetzt mache ich es wieder, genauso wie beim anderen. Wir vergleichen den mit unserer Gold Rare, die wir bis jetzt so hatten. Und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt die Ultra Rare einfach auch trotzdem besser. Aber Secret Rares wäre halt nochmal was, ne? Jawohl, auf jeden Fall. Wir haben Obelisk, den Peiniger. Ich glaube, den muss ich nicht weiter erwähnen. Dann haben wir einmal unsere Seelenkreuzung nochmal. Jawohl, die ist ganz geil. Dann die Faust des Schicksals. Oh, was ist das Geiles. Und zwar, die Aktivierung und der Effekt dieser Karte können nicht annulliert werden. Falls du ein Monster kontrollierst, dessen Grundname Obelisk der Peiniger ist, annulliere die Effekte von Effektmonstern, das dein Gegner kontrolliert. Und falls du dies tust, zerstöre es. Und falls du dies tust, werden die Effekte des Monsters sowie die aktivierten Effekte und die Effekte auf dem Spielfeld von Monstern mit demselben Grundnamen und den Rest des Spielzugs annulliert. Okay, also komplett ausgelöscht. Dann, falls du diese Karte während deiner Main-Phase aktiviert hast, können wir zerstöre alle Zauber und Fallen, die der Gegner kontrolliert. Okay. Da ist auf jeden Fall Feld leer. Dann haben wir einmal die göttliche Evolution. Und zwar, Aktivierung und Effekt dieser Karte können nicht annulliert werden. Okay. Bestimme ein Monster, das du kontrollierst und dessen Grundtyp göttliches Ungeheuer oder dessen Grundname der Avatar des Bösen, die Wurzel des Bösen oder der Auslöscher des Bösen ist. Ah, die Wicked Dread Roots und so weiter. Also die Wicked Götter aus dem Yu-Gi-Oh! R-Manga. Saugeil. Außer einem Monster, das bereits von göttlicher Evolution betroffen ist und es erhält 1000. Die Aktivierung seiner Effekte und seine aktivierte Effekte können nicht annulliert werden. Zusätzlich erhält es den folgenden Effekt. Wenn diese Karte einen Angriff deklariert, du kannst deinen Gegner ein Monster, das er kontrolliert, auf den Friedhof legen lassen. Er bestimmt eins, okay. Einfach eins weglegen lassen. Dann haben wir einmal die Stufenwiderstandsmauer. Und zwar typisches Yugi-Artwork. Sag ich einfach. Ist so. Typisches Yugi Artwork aus der Serie.
Falls ein oder mehr Monster, die du kontrollierst, durch Kampf oder einen Karteneffekt eines Gegners zerstört werden, wähle ein der Monster, beschwöre es als Spezialbeschwörung von deinem Deck in. Wähle eins der Monster, beschwöre Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck in Verteidigungsposition, sodass die Summe ihrer Stufen der Stufe des Monsters entspricht, aber annulliere ihre Effekte. Ach so, okay, also wir bekommen Monster entsprechend des Monsters. Jawohl, cool. Dann haben wir einmal den Engel 01. Engel 07, Engel 01, jawohl. Du kannst ihn spezial beschwören von der Hand, indem wir eine Stufe 7 oder höher von der Hand vorzeigen. Jawohl. Wir können nur einmal auf die Art und Weise den Engel 01 beschwören. Zusätzlich, solange du diese Karte als Spezialbeschwörung beschworene Karte kontrollierst, kannst du während deiner Main-Phase zu deiner Normalbeschwörung, deinem Setzen, ein Monster Stufe 7 oder höher Tributbeschwörung in Angriffsposition beschwören. Jawohl, der erlaubt uns dann nochmal. Dann haben wir einen Mare Mare in Super Rare, finde ich cool. Und noch einen Harpienwedel, stark. Dann haben wir Flinken Momonga. Dann haben wir einen Basulien-Seelen Fraser. Einen Cyberdrachen. Noch einen Flinken Momonga. Noch einen Flinken Momonga. Einen hartgesottenen, bewaffneten Drachen. Eine meiner Lieblingskarten. Dann den super flinken Mega-Hamster. Unser übelscher Mandragora. Einen Photon-Sable-Zahn-Tiger. Auch geil. Sogar zwei. Dann den Übelschar Salamandra. Einen Ra-Schüler. Einen zweiten, einen dritten Ra-Schüler habe ich schon gelesen. Dann den demaskierten Drachen. Auch cool. Den flinken Biber. Auch ordentlich gut für das Deck. Dann die verfluchte Hexe. Und einmal den Gizmek Uka. Den festlichen Fuchs der Fruchtbarkeit. Und den Gizmek Makami. Den wilden Reißzahnfestung. Jawohl. Und die Gehirnkontrolle. Also die sind mega gut, beide, finde ich jedenfalls. Die sind sehr, sehr geil im Deck. Gehirnkontrolle. Wie gesagt, dann eine Wiedergeburt. Die Dimensionskapsel für das. Ja, hätten sie einen Goldkoffer reinpacken können. Einen Topf der Trägheit. Eine Doppelbeschwörung. Einen verbotenen Kelch. Eine Lanze und ein Kleid war das gewesen. Und sogar ein Buch, wenn ich mich nicht irre. Nee, Buch ist nicht drin. Ne? Ein Nachschubtrupp. Einen Sturmkraft der Monarchen. Und dann geht's los mit den Fallen. Einen Ruf der Gejagten. Einmal Klonen. Dann die ertrinkende Spiegelkraft. Auch eine gute Karte. Und das war's schon. Und dann wieder Werbung für King's Court Legacy of the Duelist und Duelings. Jawohl. An der Stelle, ich hoffe, es hat euch gefallen. Unboxing zu dem coolen Obelisk-Deck. Und ja, ansonsten lasst mich, wie gesagt, gerne wissen, wenn ihr das Schleifer-Video geschaut habt, schaut Schleifer-Video auch an oder eben nicht. Ansonsten, wie gesagt, lasst mich gerne wissen, wenn ihr Bock habt auf eine, sag ich mal, verbesserte Variante aus mehreren Karten-Decks davon. Oder schreibt mir allgemein in die Kommentare, was ihr zu dem Deck meint. Und ja, ansonsten würde ich sagen, macht doch einfach, was ihr wollt, wie immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.